Der Europapokal der Landesmeister 1985 86. war die 31. Auflage des Wettbewerbs. 31 Klubmannschaften nahmen teil, darunter 30 Landesmeister der vorangegangenen Saison und mit Juventus Turin der Titelverteidiger. Albanien meldete keine Mannschaft. Die Vereine aus England waren nach der Katastrophe von Heisel von der Teilnahme ausgeschlossen. Das Finale fand am 7. Mai 1986 im Estadio Ramon Sanchez Pizjuán in spanischen Sevilla statt. Stoa Bukarest war der erste osteuropäische Sieger dieses Wettbewerbs. Auch durch eine überragende Leistung seines Torhüters Helmut Dakardam im Finale, der im Elfmeterschießen alle vier Strafstöße des Gegners parierte. Modus. Gespielt wurde im Pokalmodus mit Hin- und Rückspielen. Bei Torgleichstand zählte zunächst die größere Zahl der auswärts erzielten Tore, gab es auch hierbei einen Gleichstand. Wurde das Rückspiel verlängert und gegebenenfalls sofort anschließend ein Elfmeterschießen zur Entscheidung ausgetragen. Erste Runde. Freilos. Die Hinspiele fanden am 18. September, die Rückspiele am 2. Oktober 1985 statt. 1. Das Hinspiel fand in Chorso statt. 2. Das Hinspiel fand in Luxemburg statt. Zweite Runde. Die Hinspiele fanden am 23. Oktober die Rückspiele am 7. November 1985 statt. Viertelfinale. Die Hinspiele fanden am 5. die Rückspiele am 19. März 1986 statt. 3. Das Rückspiel fand in Helsinki statt. Halbfinale. Die Hinspiele fanden am 2. die Rückspiele am 16. April 1986 statt. Finale. Beste Torschützen. Siehe auch.